Diese Baumreihen im Üen haben mich auch schon immer sehr gereizt. So, bei Sonnen muss heute nicht sein, ne? Das ist nur, wenn wir wollen. Wir gucken mal. Aber vom Wasser aus gibt es wirklich geile Stellen. Also müssen wir, da hinten, das werden wir uns auf jeden Fall anklicken. Ja. Bist du jetzt auch mal fertig? Nein, ist er nicht. Doch, bin ich jetzt, weil das reicht. So. Ja, aber die Knoten müssen raus. Nee, das ist eh zu lang. Jetzt mal ohne Scheiß, läuft das die ganze Zeit schon? Ja. Ja, dann machen wir den Anfangsdruck hier irgendwie. Nee, mach du das mal, du kannst das besser. Nö. Das ist ja dein Film. Na gut. Wir sind jetzt hier auf dem Wasser und machen jetzt hier Magnetsonne. Sonny, und wisst ihr, was mir in letzter Zeit, also hin und wieder an deinen Film auffällt, dass du manchmal, also ich merke sowas wirklich. Das hatte ich auch beim eh letzten irgendwie. Das hat ja nicht damit unbedingt zu heißen, dass du keinen Bock hast, alles so Video. Vielleicht hast du den Kopf einfach voll. Ne? Aber Kacke vor allem. Oh, was ist denn das jetzt? Also das nervt mich ja am Magnetsonne. Das ist immer alles verfitzt hier. Das ist quasi mein erster Versuch. Genau das, Sonny. Guck mal her. Ich kann, also das ist ja ganz schlimm. Das darfst du überhaupt nicht machen. Und dann diese Handschuhe. Was machst du denn? Wir fangen jetzt hier an bei dem Ding. Und das muss ausgedreht werden, der Mist. Und die Schnur muss nass sein, dann. Halt die Sch**e da oben, ey. Kennst du in Malsdorf Nein. Dieses Museum von diesen Transvestiten früher? Sicher nicht. Kennt man aber eigentlich. Transvestiten. Mann, wie hieß denn der? Also, Käthe von Malsdorf hier. Nee, kennst wirklich nicht. Echt nicht? Smash! Schämst du Smash! Und dann falle ich ins Wasser, verwickel mich hier drinnen und. Gib Jas. Hier war das im Übrigen gewesen, wo mein Kumpel hinten auf der Seite stand und vorne bei, und auf immer war das so Boot so schnell. Hinten und 200 Meter weiter schwamm er im Wasser, ist er reingefallen. Jetzt sag hier was, Mann. Du altes Schwein. Aua. So. Wir sind jetzt hier auf dem Boot und wollen heute mal ein bisschen magnetisieren. Stopp. Jetzt sind wir hier an so eine Brücke gefahren und jetzt wollen wir das Ding einfach mal rinschmeißen und mal gucken, ob wir irgendwas hier rausziehen können. Wir werden nur noch ein paar andere Brücken anfahren und ein paar andere Stellen und werden das die ganze Zeit filmen. So, genau so sieht's aus. Für mich ist das heute quasi nicht das erste Mal Magnetsonden an sich. Das ist heute das erste Mal Magnetsonden mit meinem eigenen Magneten. Stopp! Welches mir gesponsert wurde von Sondel Sven. Ja, sag einfach, wo es so ist. Und das finde ich nach wie vor ziemlich cool von ihm. Stopp! So, ich würde sagen, wir starten. Okay? Also wie werfe ich denn das jetzt aus hier? Wie funktioniert das eigentlich? Also ich werfe das einfach mal hier so rein. Und dann gucken wir mal, wie tief das hier ist und was wir dran haben. Das war's schon. Ja, hier ist nichts. Sag mal, bist du jetzt mal ruhig? Oh, ich hab schon was. Was? Ein Angelhaken da. Guck. Oh mein, ah, komm, sammeln wir, ist okay. Und hier auch noch ein Nagel und. Ach Kacke, haben wir jetzt. Ach, ja, die sind halt verjährt. Ich wollte den Behälter mitnehmen. Ich kann keine Ratte, wir schmeißen das hier hin. Hier hoch. Okay. Ja, wollen wir an den Brückenrand hin? Ich will doch von der Brücke runtergefallen. Das ist darum hier mir doch irgendwie. Das ist hier kleine Ratte. Hast du die Filmpizza? Ich filme die ganze Zeit. Ja, aber ich meine, du hast immer einen Haken, ja? Scheiße mit dem Seil. Also am Magnetsonden sollte man eins nicht vergessen, es ist nervig mit den Seilen. Ja.
Teile sollte man weglassen. Ein guter Tipp von mir. Gut langweilig. Wollen wir aufhören? Ja, wenn wir nicht rausziehen, können wir das Video vergessen. So nackt hätte das Ding noch nie gesehen. Aber nichts. Sauber. Pass auf, Sonic, wir schmeißen jetzt da 2-3 Mal raus und dann fahren wir ein Stück im Meer. Ja, da an die Kante ran. Das ist nicht sehr weit. Das ist doch okay. War ja nur so ein Behilfskabel, was mein Vater noch hatte. Hast du dir das selber gekauft oder war das zum Magneten mit dazu? Das war mit dabei. Also nicht ein Ei. Ich will ja was Großes mal fangen. Also mein Sonic und ich meine, da brauchen wir uns auch nicht vormachen. So Weltkriegskram findest du hier nicht. Weil sie natürlich unter Brücken das alles schon mehrfach ausgebaut haben. Aber alles, was jetzt drin ist, müsste man halt finden. Oh, jetzt könnte ich nichts haben. Ey, kann ja nicht mal von der Brücke das Ding unterballern, oder? Ach, da mal nichts, Alter. Alter, pass auf damit. Ich dass du mir das Ding noch gegen den Kopf ballerst. Naja, gut, das tut die Magneten nicht gut, das ist richtig. Schmeißt jetzt auf die Brücke da oben ran. An die Olle. So, Sonic, mir reicht's. Wir werden jetzt weiter zur Brücke fahren. Damit du weißt. Ja. Ui! Oh! Ein Kronkorken. So, du lichtest bitte den Anker. Wie funktioniert das? Genau. Anker! Oder wollen wir woanders hinfahren? Nein, wir fahren jetzt an den Rand hier. Okay, wo willst du denn sonst hin? Wird ja bald dunkel. Na, wir fahren auf jeden Fall zu Ray-Ban. So, was meinst du? Guck mal, Sonic. Hier an den Rand ran. Da, ja, ja, ja. Ja. Da nach da schnell. Genau. Halt dich fest. Da musst du rechtzeitig den Anker ausschmeißen, ne? Wir wollen hier keinen Ärger. Was drin? Ja. Das mach schön kurz, dass er nicht. Also ihn. So ist doch gut. Ja, so bleibt frisst sich ja fest. Bleiben wir so. Ja klar, genau. Dann hauen wir hier mal an den Rand dran. So ein bisschen. Oh, ich hab was. Ich hab was. Ich hab was fettet. Mal. Ach. Ja. Wie viele Stunden kannst du die öffnen denn? So 4, 5 oder so. Sag mal, sind wir irgendwie unter Wasser irgendwo hingeknallt gerade? Nein, das ist Abiyang. Das ist hier unten. Wir müssen das zusammen magnetisieren. Ja, ist doch klar, dass hier mehr dran ist. Boah, hier ist viel. Aber ich. Können aber irgendwo Stahl. Ich hebe. Oh, jetzt wieder abgehangen. Na warte, ich helfe dir. Wir brauchen mehr Magnetkraft. Ja, warte mal, ich muss es erst wieder greifen. Hey. Oh, der erste Wertungsfund. Erster Wertungsfund. Das ist ein Wertungsfund. Der liegt auch noch nie so lange drin, obwohl doch ein bisschen länger schon. Na ja. Was haben wir denn hier? Das sind, so, warte, jetzt versuchen wir deinen zusammen. Kriegst du nicht mehr ruf. So, wo ist denn das? Das ist wahrscheinlich unterm Boot jetzt. Ja,
Die Scheiße. Warte mal, die Stange. Wir müssen. Ja, hätte mich irgendwo abstoßen, ne? Nee, wir müssen uns mit dem Anker irgendwie ein bisschen wegziehen. Ja. Ansonsten hängt nur noch ein Paddel hier. Mal, heb mal her. Was du, mach dir mal. Heb mal her, Sonic. Ich zieh uns mal ein bisschen weg. Ich finde es sowieso ein bisschen zu nah. Vorsicht, die Stricke. Ja, ja, mal sehen, ob ich es nochmal rankriege. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Was war was dicket? Was soll ich, wenn das jetzt unten in diesem Exi-Rüb ist, dann schmeißen wir das wieder rein. Also, das hole ich mir jetzt hier nicht ins Boot, so was drin. Ja? Hallo, wir müssen uns das angucken. Ja, klar. Das war doch hier so, wa? Hier so? Ja. Weg. Was ist das? Das ist noch Muni. Das ist Muni, Alter. Das ist eine Batterie. Hm. Die nehmen wir aber mit raus. Ist das? Speichen? Das sind Speis. Dingense. Schweiß. Schweiß? Ja, vom Schweißen. Stäbe, vom Brückenbau. Oh, hier ist wirklich, aber hier ist wirklich nur. Die Dinger hauen die immer ins Wasser. Aber halt, du merkst dass hier wahrscheinlich große Metall von der Brücke, große Metalldinger im Wasser sind. Hallo, das war ein Wurf. Ich meine, die so eine Scheiße sehen wie eben gerade. Ganz schlimm. Ui, hier ganz ist schlimm. Boah, das ist wie so ein Biss, Alter. Echt? Hast du das Ding? Ja, ich hab's. Aber ich hab auch, Sonic. Echt? Dann wir haben beide. Wir haben es beide, dann ja. Ganz langsam. Nee, ab. Ich hab meins. Oh, jetzt ist meins auch ab. So, ich hab wieder dran. Ich komm mit dran. Hast du? Ich hab's dran. Krieg's nicht ran. Ich bin voll dran. Ja, dann. Stopp. So, hier, so. Und krieg mal. Oh ja. Hast du? Mhm. So, jetzt müssen wir synchron ziehen, ne? Bist du weit? Ja. Ein, zwei und los. Nicht so schnell, nicht so schnell. Du bist doch hier der Schnelle. Mach mal so, außerdem. Schön langsam. Oh, eine Bombe. Hey, eine Knarre. Ein Rohr. Ein Rohr, halt mal her, jetzt schmeiß mal weg. Nee, das musst du anfassen. Wie, Ecke? Handschuhe oder na was? Und meine schönen Handschuhe. Schmeiß hinter das Holz, weißt du? Hast du? Ah, nee, ins Boot, Alter. Da hinter das Holz schmeißen. Was ist denn das für ein Knubbel hier oben? Ja, das ist eine fette Schraube. Wir können das nicht mitnehmen. Nee, geht auf keinen Fall. Du musst ja auch nicht zeigen. Ne? Ja doch, das ist ja unser erster Wertungsfund. Oh, hier habe ich wieder was Schweres. Das ist das fette Objekt, was ich nicht rausgekriegt habe. Ja, dann muss ich dir ja schon wieder helfen. Mhm. Ich hab oben nicht. Genau hier. Das ist scheiße. Müssen wir hier mal kurz Vorsicht, immer mit der Ruhe, nicht dass wir hier umkippen. So. Darf ich unterm Boot sein? Da fängt mich nicht so. Das ist gut. So, jetzt ziehst du rüber. Ich glaube, du bist dran. Ja, meinst du? Weiß ich nicht. Nee, wird nicht. Das Handy geblieben. Warte mal, ich muss das anders machen. So. Und jetzt zieh's rüber. Hauptsache, du magnetisierst das Ding an und nicht mein Magnet. Mach halt nicht. Ich glaube, mein Seil hast du so ein bisschen. Ich glaube, jetzt hast du es. Ja, jetzt bin ich dran. Jetzt langsam. Halt mal so drüber, wie Ecke. Oh, wir holen es. Meld es ab. Hast du es? Ja, aber es wird nicht lange warte, halten. Warte. Du musst helfen. Das ist fett. Naja, das krieg halt so nicht. Jetzt hast du es. Nee, halt nicht. Nicht? Immer noch nicht. Ich bin dran. Da ist es. Was ist das? Das ist ein fetter Klumpen. Greif du zu, bitte. Ey, nicht so ins Boot rein. Alter, weißt du, was das ist? Was? Bin ein Gewehr. Ja. Ich dachte, das ist der Verschluss, weißt du? Ey, das ist eine ganz ekelhafte Marke. Komm runter damit. Ey, pass hier auf mein Boot auf. Los, lass ab. Das ist ja richtig eklig. Weg, los. Lass fallen. Oh Gott. Wir können sowas nicht ins Boot ziehen. Sonic, und außerdem will ich hier weg. Wieso willst du jetzt hier weg? Was ist denn das? Kick mal. Ah, das ist eine Schraube. Da ist eh mal noch. Naja, hier liegt der ganze Dreck halt. Ne? Das tust du alles ja nicht. Kap was. Oh, da ist was. Oh, da
wie das mich ankotzt hier. Wieder mit? Ja. Ein Jummifisch. Jummifisch? Mhm. Von der Dingsmontage. Dropshot. Weicht mal richtig die Pfoten hoch. Da bräuchtest du voll Gummihandschuhe, ey. Na, deine liegen doch am Boden. Ja, aber ich will ja nicht genau Sonnen machen. Da kann ich keine nassen Handschuhe anziehen. Na gut. Willst du mir das nicht? In den dicken, ja. Weiß, da ist die Rennifrei. Ich meine, da war ein Wohnbau. Ist ja geil. Ein Wohnbau ist ja auch über. Jetzt sind wir jetzt schon was cool, muss ich sagen. Gut. Jetzt hast du meinen Detektor angemacht. Bitte? Der Schlüssel. Bitte. Ist aus. So, ich werde jetzt einfach mal hier das Manöver genommen. Ja, wollen wir genau. Ich bezweifle natürlich, dass ich hier irgendwas dran kriegen werde. Ja, nur schon nicht, aber ich meine, so braucht man ja nicht extra zu sagen. Oder will man es wissen, ne? Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, natürlich. Es wird langsam dunkel, wir haben leider ein bisschen spät heute angefangen. Haben wir. Da sind so eine Stege besser. Du, wir fahren jetzt zu dem Steg dahin. Oder wir schmeißen mal jetzt bitte in die Richtung. Was Sonic, genau geradeaus. Das links ist eine Insel und geradeaus. Dort waren wir das erste Mal Sonnen. Da kommt vielleicht auch noch weit hin. Leicht. Das ist nicht hier ungefähr, was meinst du? 3 Meter? Weiß ich nicht. Yeah. Schmetter drin, Junge. Interessiert die nicht. Die wollen Zander. Das ist scheißegal. Was ich hier will. Die Bock ist das nicht. Was haben sie aus dem Boden mal gemacht? Schon geil gemacht. So Ponton? Heißt das Ponton? Die Dinger da unten? Nee, wa? Ja, lass uns mal anlegen. Ja, aber jetzt nicht dort, ne? Oder? Das ist immer schlammig. Aber du musst schon mitmachen hier, ne? Mit uns halten und so weiter. Bist du bereit? Mann, ich hab auch schon ausgesehen, Alter. So, Raven die erste. So, jetzt sind wir hier mal auf den Steg angelegt. Und jetzt. Also ich hebe nur Anspruch für die hier. Gerade runter, das kann sein, dass die 2-3 Meter nach hinten oder so hier so, weißt du?
Irgendwas habe ich. Denn? Geklaut? So viel brauchen wir. Das ist einfach nur hingefallen, wa? Ja. Zum Beispiel auch da, wo die Fähre über Müggelsee setzt und so. Ne? Wichtige Orte. Also das kriegt definitiv nicht alleine raus. Wird aber irgendein Schrott sicherlich sein, weil es so fett ist und groß. Ich habe letztens eine Badeleiter rausgezogen. Richtig gut aus Alu. Die war noch gut, aber das ist schon ewig her. Die hat sicherlich schon einer mitgenommen. War eine richtig lange. Ja, ja, ich weiß. Die ganze Gaststätte ist, guckt uns zu. Was ist hier los? Ja. Sind noch dran? Jetzt halt mal dran. So, aber hier war was dran. Sonic, schleuder du mal dein Kram da. Da. Da waren mehrere Sachen. Alter, der Himmel. Alter, der Himmel. In der Bucht, da stehen immer diese ganzen Nobelboote so weiter hinten und verbringen da den ganzen Tag oder den Mittag und so weiter. Und da wäre vielleicht auch mal interessant.
Na gut, ich werde einfach weiterfilmen, wenn wir irgendwas finden. Ich glaube, das Reingewerfe die ganze Zeit wird ein bisschen langweilig mit der Zeit. Also bis. Was ist das denn? Oh, da habe ich ja was. Ein Gummiband. Hier habe ich wieder was. Ein Löffel. Und dann gehen wir in den Wald. Das muss auch ein guter Spot sein. Muss aber auch ein guter Spot sein. Naja, wo gehen wir denn mit Auto? Wo wollen wir da hinfahren? Weiß ich nicht. Da ist mal ein bisschen in dem Wald drin. Hier haben wir ja eh nicht. Welchen Wald? Wo den Toten. Ja, ja, den meintest du ja. Ja, da können wir da hingehen. Warst du da schon mal? Und wie sieht der aus von innen? Das ist ein Kiefernwald halt. Und der da auch Kiefernwald. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Das wissen wir. Na, aber. Ich hab gesagt, dass da immer Menschen gewohnt haben. Also. Wie immer, Kiefernwald. Also, Magnetsonden haben wir heute nicht weiter gefunden. Außer Schrott. Räuchensondler hat noch was dran. Irgendwas fettet. Cool. Bootshaken. Ja, den nimmst du mit. Ist das ein Bootshaken? Ist doch noch wie neu. Ist das ein Bootshaken, ja, wa? Ja. Ja, den nehme ich nur mit. Stell dir jetzt so. Bootshaken nehme ich mit. Ein selbstgebauter aus einem Besenstiel und. Naja, gut. Ja, den nehme ich nicht mit. Ja, aber warum willst du denn ins Wasser gleiten? Na hier, Mann. Häng den hier hin. Genau. Na Mensch, das ist eine super Idee. Das ist doch eine super Idee. Die Ideen haben wir. Mach doch nicht. Bitte ist oben wieder Abo hier. Bitte. So reicht. Aber hier ist doch viel Schäden. Das müssen wir dieses Jahr schon noch packen. Das Boot lasse ich noch ziemlich lange drin. Also, er geht das ganze Jahr drüber drin lassen. Das wäre real. Das können wir ja sehen. Wenn es so klein Venedig, die Gebiet? Ja, da bin ich öfters durchgefahren. Auf jeden Fall. Könnte auch sein, dass da früher, auch zu Nazi-Zeiten, vielleicht nur die Reichen immer so waren, wisst ihr? Das war's mit Magnetsondeln. Wir haben nichts gefunden außer Schrott. Wir gehen jetzt noch ein bisschen im Wald sondeln. Vielleicht finden wir da ja noch was Cooles. So sieht's aus. Bis dann.